Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu den Sims Dry. Pantiputta hat gerade ein Feuer gelöscht und macht jetzt ein Nickerchen in seiner Studentenbude, weil er ist ganz schön müde. Und der Feuerwehrmann steht da einfach so rum. So. Gut, Energie füllt sich ein bisschen auf. Am Freitag ist also echt schon Abschlussprüfung. Das ist super. Habe ich mich letzte Folge schon drüber gefreut, dass Rainbird nicht so lange alleine sein muss. Das ist wahrscheinlich ein Semester, ist dann wohl eine Woche scheinbar. Das ist ja gut. Angel fertig, kann man Angeln studieren. Naja. Wir gehen gleich erstmal den ersten Tag. Ah ja, Unterricht besuchen. Ja, sehr gut. Oh, 2:30. Eieieiei. Nickerchen gemacht. Plus 10 Laune. Ist ja super. Joshi, hart arbeiten. Ist ruhig angehen. Schlafen. Hart arbeiten, Pantiputta. Wir wollen, dass du ja als Einser-Student rausgehst und deinen Master-Bachelor machst. Wie auch immer das heißt. Was weiß ich denn? So, ja, da können wir ein bisschen beschleunigen hier wieder. Hat er überhaupt gar keinen Spaß dabei? Verrückt. Wieso denn nicht? Hunger hat er auch, es müsste eigentlich eine Mensa geben. An die Wissenschaft des Bereichs Gastroenterologie Level 2 Unterricht teilnehmen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie Tiffany klar machen. Das müssen wir uns selber klar machen, dass wir die klar machen müssen. Vielleicht zieht sie dann zu uns. Zu Rainbird und mir, wo wir nur zwei Betten haben. Naja. Ich würde so eine komplizierte Dreiecksgeschichte zwischen Pantiputta, Rainbird und Tiffany. Was möchtest du gern machen? Computerspiele spielen, ja. Pantiputta ist kindisch, was? Er spielt immer noch gerne mit Spielzeug, hat eine Menge Spaß dabei. Sorge dafür, dass Sim immer gut amüsiert. Ja, ja. Das ist nichts Neues, liebes Sims-Spiel. Total gestresst. Und dann arbeitet er auch nur noch durchschnittlich. Das ist ja gut. Hat er hart angefangen und dann durchschnittlich aufgehört. Das ist doch gut hier, oder nicht? Okay, wir müssen also dann morgen mal ein bisschen lernen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Spaß haben. Computerspiel spielen. Ein Schachspiel. Kann er noch ein bisschen Logik lernen, was er ja auch unbedingt wollte. Dann erfüllen wir ihm gleich noch einen Wunsch und hoffentlich ist Schachspielen auch, macht ihm das auch Spaß. Anuki ist auch schon wieder zu Hause. Ja, es macht ihm Spaß. Aber irgendwie nicht so sehr. Nee, dann spiel mal was anderes. Spiel mal ein Rennspiel. Yeah! Ist der Herd eigentlich ersetzt worden von irgendjemandem oder muss ich das tun? Okay, der Feuerwehrmann steht immer noch darum. Der scheint jetzt den ganzen Tag darum. Ist ja super. So, können wir den Herd denn jetzt mal da wegtun? Und kaufen einen neuen Herd. Warum auch immer ich den zahlen muss. Yeah, kommt ja wieder so ein Dualstufenherd rein. Zack. Wenn sich die Uni nicht darum kümmert, dann machen wir das eben selber. So, kann der gehen, bitte? Lass Ketchup läuft. So, er hat jetzt gerade sehr viel Spaß. Muss er gleich noch was essen. Haben wir hier irgendwas drin, was wir direkt essen können? Nee, haben wir nicht. Warum kocht denn keiner in dieser WG? Oh, was steht denn da? Oh, da ist ein Herbstsalat. Na super, dann nimm dir doch einen Teller davon. Perfekt, hat doch jemand gekocht. Zwar nur ein Salat. Hätte er den mal besser gebraten. Kommt da Tiffany? Tiffany, bist du's? Tiffany? 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 Das ist auch Tiffany, oder? Tiffany? Tiffany? Okay. Wir müssen erstmal jetzt Tiffany klar machen. Lerngruppe gründen. Also sie geht auch erstmal essen. Okay.
Dann gehen wir auch erstmal essen. Dann können wir uns vielleicht beim Essen ja schon ein bisschen, ich muss gerade mal anders hinsetzen, beim Essen schon ein bisschen unterhalten. Geht dieser Feuerwehrmann nie nach Hause? Ich verstehe es nicht. Panti? Da kommt er. Und wehe, du setzt dich jetzt nicht zu Tiffany. Wehe. Flirtvoll Stubenhockerin. Oh, super, perfekt. Studienfach Sport. Und du setzt dich nicht zu Tiffany. Du bist ein... Also du bist ein Hansel, ja? Da sind drei Plätze frei um deine Traumfrau herum. Und jetzt macht hier der Ban Ki-moon die an. Nee, Tiberius Willard. Warum ist der rosa? Schnell, iss schneller, Panti! Sie macht ja Sport, da brauchen wir nichts mit der zu lernen eigentlich. Mit einer Sportstudentin. Freundlich, einem Freund erzählen, wie cool ich bin. What? Kann ich nicht einfach mit der reden? Lustig. Internet-Katzenvideo zeigen. Zeigen wir ihr einen Katzen. Das kommt immer gut bei Frauen an, oder? Das könnt ihr Frauen doch schon alle bestätigen. Weil Katzenvideos im Internet so selten sind. Guck mal, eine Katze. Da hat man direkt die ganze Sympathie auf der Seite. Auf seiner Seite sozusagen. Spezial, kindisch, herumblödeln. Pantipoda hat die Stufe Amateur-Gamer innerhalb der Sozialgruppe der Nerds erreicht. Aha. Romantisch Blumen geben. Romantisches Rot. Guck mal, ich habe Blumen für dich. Oh, die riechen aber gut. Oh, wie schön. Romantisch Anmachspruch. Deine Lippen sind so rot wie Pfirsiche im Feuer. Dein Charakter hält mich wach. Und du siehst aus wie eine Tiffany Engels. Ja. Und jetzt sind wir beide müde. Romantisch. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Du, ich fühle mich so angezogen mit T-Shirt und Hose und Schuhen, weißt du? Da, hallo? Tiffany? Schlorg. Schlorg. Ja, das war wohl eine Abfuhr. Na egal. Genau, schlafen. Wunderbar. Nein, vielleicht gehst du vorher nochmal auf Toilette. Und dann gehst du schlafen. Nachdem du dir dann die Zähne geputzt hast. Dann gehst du schlafen. Ja, kam das jetzt nicht so gut an bei ihr, oder was? Bekannte sind es jetzt nur noch. Hm. Also sie hat irgendwie nicht so drauf reagiert. Eine Gruppe, ja, das kann man mal machen. Vom Comic-Heft schwärmen? Nee, so machen wir nicht. Mit Tiffany Engels nackt baden, oh ja. Oh ja. Partybesuchen hat er schon, hat irgendwie nicht gezählt. Aber nackt baden können wir mit ihr mal machen. Da ist sie bestimmt auch total der Fan von. Schlafen ist komplett aus, gut, 8 Uhr oder müssen wir morgen irgendwo hin? Dienstag. Oh ja, okay, morgen müssen wir früh raus. Okay, sorry. Nix mit Ausschlafen. Dann hör auf, die Zähne zu putzen und geh ins Bett. Es ist schon 20 nach 11. Da hau ich gegens Mikro, Entschuldigung. Da wollte ich nur in der Nase popeln und hau gegens Mikro. Ach ja. Gute Nacht, Pantiputa. Deine ersten Flirtversuche waren nicht ganz von Erfolg gekrönt, aber ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, Tiffany und Pantiputa werden sich innerhalb dieses Semesters noch kennenlernen. Vielleicht sogar lieben lernen. Erfüllt, achso. Mit Tiffany treffen. Ja, das machen wir auch. Anstatt Pizza zu bestellen, treffen wir uns mit Tiffany.
Er ist ganz vernarrt in sie. Haha, wie süß. Panti ist verliebt, Panti ist verliebt, Panti ist verliebt. Ich dachte, das wäre die Männerdusche, hallo? Wahrscheinlich nicht. Was ist das? Tragbares Gnub-Set? Nee. Sowas spielen wir nicht, Gnub. Ei, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Noch ein Kuss, dann ist Schluss, weil ich dann nach Hause muss. Hihi. Hygiene ist schon wieder so am Arsch. Vielleicht schaffen wir es noch schnell duschen zu gehen dann. Wenn er um 6 Uhr dann wirklich aufsteht. Was er eigentlich sollte. Da freut sich wieder jemand tierisch darüber, dass Panti aufsteht. Komm, mach schneller mit dem Aufstehen da. Jetzt jogg in die Dusche. Wer kommt denn da? Clark Kent. Wir wohnen mit Superman unter einem Haus. Ja, die Nacht war wohl nicht ganz so gut, aber da muss man durch. Nicht jede Nacht ist eine gute Nacht. Guten Tag, Ban Ki-moon. Nee, Tiberius Wallard. Okay, es stört dir. Ih, der stinkt voll. Ja, Entschuldigung, ich dusche hier. Entschuldigung. Mal, jetzt mussten wir aufhören zu duschen wegen dem Spacko. Nur weil der so stinkt. Hände waschen. Na gut, okay. Kann er das Haus des Studentenverbandes besuchen? Was? Ich hoffe, das ist der Ort, wo der Unterricht stattfindet und nicht irgendwie so eine seltsame Studentenverbindung, wo die jetzt was weiß ich was für seltsame Dinge anstellen. Irgendwelche Trinkspiele oder Massenkreuzigungen oder sowas. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, was in so Studentenverbindungen angestellt wird. Ich glaube ja, die Szene der Studentenverbindung in Deutschland ist weitaus schlimmer als die in Amerika. Wie sie alle rennen hier. Und alle gegeneinander rennen. Ja, wir haben sie überholt. Yay. Gott. Alle rennen. Alle kommen so zu spät, oder was? Nee. Ist doch noch gar nicht so spät. Ja. Was macht er jetzt hier? Sitzen. Ach so, ach, hier ist die Vorlesung. Ah, okay. Natürlich setzt er sich in die erste Reihe. Der alte Streber, hier schlafen schon welche. Notizen machen, sehr gut. Sehr gut. Garrett Harrison Ford. Was können wir denn hier machen? Haben wir irgendwelche Interaktionen? Nee, sitzen. Was? Vorlesung besuchen, flitzen, Frage stellen, in Vorlesung schlafen. Frage stellen. Guten Abend an diesem frühen Morgen. Ich bin Pete Glocke. Und bin verwandt mit Da Vinci. Problem? Schiebung ist ein großes Problem in der heutigen Medizin. Er hat dasselbe Problem mit dem Mikro wie Pantipo, das ist schon mal gut. Ruby. Patty. Gabby. Alfred. Scott und Amil. Au, das tut mir in den Ohren weh. Jahin, Mahin, Mahin. Jahin. Schläfst du aber nicht ein? Nee. Nicht schlafen. Bandi, wach auf. Wach auf. Jetzt soll ich immer eine Frage stellen. Entschuldigung, ich bin gerade aufgewacht. Ich habe mal eine Frage. Warum ist es so unbequem, wenn man auf Stühlen schläft? Und dann Notizen machen. Wir wollen ja aufmerksam sein. Da steigt auch unser Balken hier. Wenn es ein bisschen Schiebung gibt, kann er uns auch mal rannehmen? Wir werden hier voll ignoriert. Freaks. Im Geschäft. Ja, okay. Wovon machen wir uns jetzt genau Notizen? Wenn Harrison Ford noch gar nichts sagt? Frage stellen.
Der guckt uns auch so an irgendwie. Hey, du hattest doch eine Frage. Ja, wie lang geht diese Vorlesung? Bis 10. Okay, ist gleich vorbei. Naja, dann mach dir mal Notizen. Weil irgendwie passiert hier nicht so viel. Rede über Weltfrieden üben. Protest ankündigen für. Nein, kein Protest. Wir machen keinen Studentenprotest hier. Wo sind wir denn da? Oh, guck mal, er hat Hunger. Und dann möchte jemand küssen. Hoffentlich nicht Pantipota. Der ist nämlich schon vergeben. An die gute Tiffany, die Sportstudentin. So. Gleich mal Schluss hier. Der zählt ja eh nichts mehr. So, tschüss. Abwischen. Abwischen. Wir sind voll der Streber und machen jetzt hier die Whiteboards sauber. Dieses Objekt wird gerade verwendet. Achso, natürlich von mir. Ja, okay, du brauchst aber jetzt nicht wirklich abwischen jetzt. Sorry. Da gibt es ja eigentlich keine Mensa. Geh mal nach Hause. Geh mal nach Hause, ey. Zu Hause müssen wir dann was essen. Und ein bisschen Spaß haben. Hallo. Läuft erst ein Stück nach rechts. Ah, nee. Ich muss ja nach links. Ich wohne ja links. Hatte ich ganz vergessen. Tut mir leid. Ganz vergessen hat die Stadt. Jog, 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 jog. Lauf, Forrest, lauf, 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 lauf. Da bin ich durcheinander gekommen mit den zwei Worten Lauf, Forrest. Ja, sowas passiert auch professionellen Let's Playern wie mir. Eine kleine Bewegungsstudie über Pantipota. Spannend! So, angekommen. Gibt's hier, der Feuerwehrmann steht immer noch da. Nimm dir einen Teller. Geht's das überhaupt noch gut? Waffeln. Ach, heute gibt's Waffeln von Clark Kent. Da ist Tiffany! Was ist das? Gejagt. Es empfiehlt sich immer ein Vampir. Was? Er regt sich hier auf. Warum geht er denn nicht nach Hause? Mann, 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 Mann. Hä? Ein Vampir als angeekelt. Was ist los? Wie Vampir angeekelt? Was steht denn hier am Tisch für rote? Ach, Kerzen. Ah, ne, Plasmasaft. Sieht aus wie Kerzen. Was ist das? Hund adoptieren. Schweren Herzens, ja. Vampir treffen, nein. Aber erst, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir adoptieren jetzt an der Uni keinen Hund. Das wäre ein bisschen, naja. Tiffany! Na ja, gut, ist nicht da. Online-Dating? Mehr lernen. Normal lernen. Fleißig lernen, natürlich. Pantipota ist ein fleißiger Student. Vielleicht hat er sogar gerade ein bisschen Spaß, weil er am Computer sitzt. Nee, nicht wirklich. Aber der Spaß geht zumindest auch nicht runter. Das ist ja schon mal gut. Die unterhalten sich da. Pantipota lernt weiter. Wo ist denn Tiffany? Ach, da ist sie. Mitmachen, zusehen. Nach Tag fragen. So, hör auf zu lernen. Genug gelernt. Wir müssen daten. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. In der nächsten Folge versuchen wir, Tiffany klarzumachen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und tschüsschen.